Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen, liebe Trader, zu unserem wöchentlichen Marktüberblick. Ja, schauen wir uns heute mal beginnend den S&P 500 an. Im letzten Marktausblick hatte ich euch gesagt, der Markt befindet sich in einem Abwärtstrend, in einem übergeordneten, aufwärtsgerichteten Bild. Wie gesagt, unter der Einschränkung, dass das hier unser übergeordnetes Bild, also unser Blick auf den Markt ist, denn insgesamt natürlich ist der Markt weiterhin ja in einem Bärenmarkt. Aber das, was wir handeln im Premium Trading Club, da ist das hier unsere Großwetterlage. Und da hatten wir hier zuletzt seit Oktober eine Aufwärtsbewegung. Und nun hier begann der Trend auf Tagesbasis zu drehen. Ihr seht das hier in rot gestrichelt eingezeichnet. An dem Tag hier am 21. Februar mit einer dicken Shortkerze. Danach hatten wir eine Korrektur. Wir sind quasi also hier mehrheitlich short gegangen. Dann haben wir nur einen Teil unserer Trades in den Gewinn bringen können, waren mit dem Rest hier auf Break-Even abgesichert und dann waren hier quasi eine doch relativ scharfe Korrektur. Und nun ist der Markt wieder auf die Short-Seite gekippt. Wir sind hier mit Korrektureinstiegen in den Markt rein und haben gestern auch wieder zwei Trades schön in den Gewinn bringen können. Denn ja, wie gesagt, der Markt befindet sich aus Sicht des Trendverlaufes im Moment halt im Abwärtstrend. Er ist wieder unter den 50-Tages-Durchschnitt, unter den 200-Tages-Durchschnitt gefallen. Ich will jetzt hier den Teufel noch nicht an die Wand malen, aber das war natürlich gestern schon eine Ansage, die der Markt halt hier mit einer kleinen Bullenfalle begonnen hat. Also im Stundenchart war hier ein höheres Hoch. Das war also zum Opening und danach ist der Markt also abgekippt auf die Short-Seite und hat uns hier gestern ein Signal für die Trendfortsetzung Short generiert. Blicken wir mal hier auf den Dow Jones, denn der ist also auch noch besonders interessant, denn hier hat also bereits auch das Bild im Wochenchart gedreht. Denn wie ihr hier an der dicken roten Linie sehen könnt, haben wir jetzt ein neues Tief auf Wochenbasis. Und der Markt hat also auch hier gestern, Entschuldigung, uns ein Signal für die Trendfortsetzung Short geliefert. Und das heißt also, dass er hier aus dieser Range, die wir hier sehen, nach unten ausgebrochen ist, sodass wir hier also davon ausgehen können, dass der Markt also noch weiter hier in die Bewegung Short laufen wird. Interessanterweise ist der Nasdaq relativ gesehen noch stabil, denn er hat hier also noch kein tieferes Tief gemacht, wie ihr seht. Wir haben hier zu erkennen an den dicken grünen Linien einen aufwärtsgerichteten Markt seit Oktober mit diesem Dreifachboden. Und jetzt ist der Markt hier ein ganzes Stück raufgelaufen, hat hier quasi ein Gegensignal geliefert, ist exakt am 50-Tages-Durchschnitt gedreht und hat hier jetzt, wie gesagt, im Gegensatz zum S&P und zum Dow kein tieferes Tief gemacht. Woran könnte das liegen? Dazu schauen wir uns jetzt mal die US-Staatsanleihen an, denn die 10-Jahres-Renditen sind hier tatsächlich an den Lows wieder abgedreht erstmal. Ja, also ihr seht hier, das ist das Tief aus dem Oktober. Und hier sind die 10-Jahres-Renditen also zurückgekommen. Und das hilft hier dem Nasdaq, dass er eben halt hier im Moment noch nicht so abverkauft. Und ja, die Bondrenditen sind halt gerade im zweijährigen Bereich zum Beispiel auf ja ewig nicht dagewesenen Niveaus angekommen, verrückt. Und jetzt eben halt durch die Stellungnahme von Jerome Powell vor dem US-Kongress, das hat eben halt dazu geführt, dass hier die Märkte nochmal kräftig abverkauft haben, weil sie realisiert haben, hey, die Zinserhöhungsphase ist voraussichtlich doch noch nicht, ja, so weit fortgeschritten, dass wir jetzt kurzfristig mit einem Ende rechnen können, sondern im Gegenteil, der Markt hat hier also nochmal in die Aktienbewertung eingepreist, dass die Zinsen doch noch etwas länger und noch etwas länger hoch bleiben und etwas stärker steigen. Denn es gab ja eben halt hier diese Divergenz, ja, der Aktienmarkt ist gelaufen, 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 während eben halt die Zinsen gestiegen, gestiegen, gestiegen sind, ja. Also das heißt, also hier gab es quasi die große Diskrepanz und Divergenz zwischen dem Renten- und dem Aktienmarkt, dass eben halt hier
Ja, wie gesagt, die Zinsen gestiegen sind und die Aktien trotzdem, ja. Und diese Diskrepanz und diese Divergenz hat sich jetzt aufgelöst. Also, dass eben halt tatsächlich die Aktienmärkte in die Korrektur gegangen sind. Und nun sehen wir eben halt hier, dass die Renditen wieder ein Stück zurückkommen. Entschuldigung. Und ja, was eben halt hier den Tech-Werten im Moment hilft. Das heißt, der Nasdaq ist im Moment relativ gesehen der stärkste Markt. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Blicken wir mal auf die Termine, die jetzt anstehen, denn die werden natürlich auch extrem wichtig sein. Gestern waren ja die Arbeitsmarktdaten unter anderem ein Auslöser, die eben halt ja, den Markt erstmal nach oben gebracht haben, dann aber eben halt in die Trendfortsetzung auf der Short-Seite geschickt haben. Und heute kommen die Non-Farm Payrolls. Das heißt also, die werden hier nochmal extrem wichtig werden. Und dann in der nächsten Woche haben wir quasi auch bis auf den Montag, wo es ja meistens immer sehr ereignisarm ist, aber dann geht es los am Dienstag hier mit den Verbraucherpreisen. Und am Mittwoch haben wir dann die Erzeugerpreise. Das heißt, da kommen also sehr, sehr wichtige Daten. Am Donnerstag geht es zum Thema Immobilien, Baugenehmigungen und so weiter. Ja, und dann haben wir zusätzlich noch die Zinsentscheidung der EZB hier am Donnerstag und dann eben halt am Freitag die Verbraucherpreise in der Eurozone und noch Daten zur Industrieproduktion und zu den Konsumentenerwartungen. Also eine ganz vollgepackte Woche mit Daten, die halt den Markt sowohl in die eine als auch in die andere Richtung bewegen kann. Tendenziell, also wie gesagt, aus Sicht der Markttechnik haben wir erstmal einen bestehenden Abwärtstrend, der noch nicht gebrochen ist. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass der Trend sich erstmal fortsetzt. Das tun wir immer so lange, bis der Trend gebrochen wird, entweder in Form eines Trendbruchs oder halt eines Gegensignals. Und ja, da sind wir jetzt, sage ich mal, gespannt, wie es weitergeht. Wir sind bei uns im Premium Trading Club bis auf einen Sektor in den anderen Sektoren überwiegend short. Und ich gehe halt auch davon aus, dass wir da jetzt noch weitere Gewinnziele erreichen werden. Also ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hier, ja, wie ich gehört habe, in Deutschland ist es kalt, hier ist es gerade sehr warm, es sollen am Wochenende 23 Grad werden, Sonne scheint, wunderbar. Also liebe Grüße hier aus dem sonnigen Süden. Bis dann und tschüss.